Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In der letzten Folge haben wir unser erstes Heat-Rennen gefahren und ich habe, ja, versagt möchte ich nicht sagen, aber ich habe nicht gewonnen. Ja, es lief nicht gerade sehr glücklich, ja, ein bisschen blöd in den Verkehr gekommen und dann auch einen Kopf abgeräumt, der es gar nicht in dem Moment auf mich abgesehen hat. Naja, lief ein bisschen blöd, Dritter sind wir geworden, haben trotzdem einen Teil bekommen, was aber nicht jetzt unbedingt besser war als das, was ich hatte. Aber so oder so haben wir richtig, richtig viel Rap-Level, ja, bekommen, beziehungsweise Punkte gesammelt und dementsprechend hoch im Level aufgestiegen und haben neue Teile freigeschaltet, was hier zum Teil auch noch recht steht. Und ich würde sagen, zu Beginn dieser Folge werden wir erstmal genau da ein bisschen investieren, einfach unser ganzes hart verdientes Geld direkt mal wieder ausgeben. Wir haben nämlich schon nicht nur Super, sondern gleich auch die Super-Plus-Teile freigeschaltet und ich würde sagen, da bauen wir einfach der Reihe nach einfach alles ein und das ist echt nicht billig, sehe ich gerade, aber machen wir gerne. Bin ich mal echt gespannt, wo die Reise jetzt hingeht. Ich meine, der RSR war jetzt schon so krass. Ich kann nicht wissen, wie der jetzt gleich hier abgehen wird. Ich meine, wir können auch den Motor wechseln, ne? Da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, aber ich glaube, ich weiß nicht, schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher Motor macht hier, gut, man kann ja gucken, welcher am höchsten. Der geht bis 905. Unserer wird bis 763 gehen. Die würden sogar bis 913 gehen. Der hier auch. Der bis 936. Und der Motor hier, ja, aber ein V6. Ich würde auf jeden Fall einen Boxer einbauen. Der geht bis 936 von diesen Punkten her. Ich denke mal, das sagt ja aus, was am stärksten ist. Soll ich das machen? Aber ich glaube, ich habe nicht so viel Geld für den, ne? Aber cool wär's, ey. 3,6 Liter statt ein 2,8 Liter. Dann wäre es ein RSR 3,6 eigentlich. Wäre schon cool. Ja, komm, machen wir, oder? Dann haben wir schon mal gleich das Bestmöglichste drin. Kaufen und anwenden, jawohl. Wir können ja mal die Teile, die wir nicht brauchen, mal noch austauschen. Das heißt, normalerweise müssten wir... Verdammt, wo sind jetzt... Inventar. Nehmen wir mal Inventar, da habe ich den. Okay, Moment. Dann muss ich erstmal die Teile hier wieder ausbauen. Dann machen wir... Oh, das ist kompliziert. Okay, ich möchte hier die Standardteile einbauen. Dass da keinen Knopf gibt, bitte alles auf Standard zurücksetzen oder so. So, das ist jetzt Standard, ne? Mehr oder weniger. Oder kann man es auch ausbauen? Nö, ne? So, hat der Motor standardmäßig ein Nitro-System, muss man nicht verstehen. Egal. Auf jeden Fall wechseln wir jetzt auf den da, genau. Das sind die Pro-Plus-Teile, aber wir wollen natürlich die Super-Plus, die wir jetzt schon gekauft haben, da jetzt einbauen. Die habe ich ja jetzt extra deswegen ausgebaut. Und das sollte jetzt ja auf jeden Fall schon mal was bringen. Da haben wir noch nichts Neues, aber dadurch können wir jetzt das aber kaufen. Ich bin so bankrott danach, das ist sowas von klar. So, Turbolader haben wir noch nicht die nächste Stufe. Deswegen nehmen wir... Sollen wir mal ein Twin-Turbo nehmen? Ich habe schon Bock auf einen normalen... Hey, komm, Single-Turbo ist, finde ich, irgendwie cooler. So. Und NOS machen wir... Ein großer oder drei kleine? Großer wäre auch mal geil. So ein... Komm, wir machen mal auch hier einfach einen Power-Tank rein. So, ich muss aber trotzdem gucken, im Inventar müssen wir ja trotzdem... Ah ja, guck mal, hier haben wir zum Teil doppelte Geschichten noch. Das kann man nicht verkaufen, da habe ich auch zwei in Besitz, weil das Standard ist. Und das kann ich verkaufen, weil es gekauft ist. Die könnten wir ja eigentlich auch mal verkaufen, dass wir auch wieder ein bisschen Geld haben. Achso, zwei in Besitz ist die Summe von... Okay, okay. Und dann könnte man nämlich hier wirklich... die Zeit muss jetzt sein. Ja? Ich will nämlich das auch hier im Let's Play mitnehmen. Das gehört ja auch ein bisschen dazu, dass ihr... auch mitbekommt, was da passiert. Die Entwicklung unseres Fahrzeugs. So, das haben wir. Können wir nicht verkaufen. Das können wir auch nicht verkaufen. Das könnten wir aber verkaufen. So, dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Geld drin. So, sind jetzt schon auf 284. Also sind jetzt schon auf jeden Fall besser als davor. Jetzt gucken wir hier auch mal noch. Was können wir... Das können wir eigentlich auch mal verkaufen hier. Brauchen hier was Neues. Also ich soll vielleicht erst das neue kaufen und dann... Na egal, wir gehen mal... Ja, machen wir hier Streckenfahrwerk. Bremsen. Machen wir auch mal hier die Superbremsen rein. Und Reifen machen wir...
Was sind das für welche? Ah, Track. Es gibt doch Traxer. Ich dachte, es gibt gar keine Traxer. Okay, interessant. Ja, wollen wir dann noch mehr Richtung Strecke gehen? Ich finde... Straßen sollte eigentlich reichen, oder? Weil das eigentlich keinen Unterschied macht, ob Strecken oder Ding von dem Punkt her, würde ich sagen. Ja, egal, nehmen wir uns einmal mal dran. So, dann Antrieb. Da gibt's auch was. Dann Getriebe. Da ist das ja schon drin, genau. Siebengang macht... Doch, wäre besser tatsächlich ein Siebengang jetzt. Na, ja, wir probieren es mal im Siebengang. Ich hoffe, der hat da nicht zu viel Schaltzeiten. So, was haben wir hier noch Schönes? Dann haben wir hier auch noch... Okay, da sind wir komplett unten links. Also sind wir komplett jetzt auf Grip hier ausgelegt bei dem Fahrzeug. Ich hoffe, das ist eine gute Entscheidung, weil eigentlich bin ich eigentlich relativ gut als durchgegangen. Wir können eine Nitro-Auffüllung machen oder Reparaturkit ist auch geil. Machen wir mal die Nitro-Auffüllung, glaube ich. Finde ich auch nicht schlecht. Und Hilfs-Item hier ist... Ah, Nitro-Umwandler. Okay, was ist das? Reifenpumpe. Schneller wieder aufpumpen, nach dem Nagelband. Schadensanhöhung, das innen den Schaden, den ein wenig zufügt. Zufügt, okay. Schadensreduktion, okay. Und Nitro-Dauerleistung. Dieser fügt dem Nitro einen bestimmten Bonus hinzu. Längere Dauer, höhere Leistung oder eine Mischung aus beidem. Hier war eine Dauer, fügt einen bestimmten Bonus, längere Dauer, höhere Leistung. Ich mach mal das hier, komm. Einfach mal ausprobieren. So, normal können wir jetzt eigentlich hier noch ein bisschen verkaufen. Das machen wir jetzt auch mal schnell. Gut, das bringt jetzt nicht so viel, merke ich gerade. Aber wir sind nur auf 303. Ist es jetzt echt besser gewesen wie mit dem Serienmotor? Weil ich glaube, irgendwie der Serienmotor, da hätten wir einen höheren Wert geschafft. Kann das sein? Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das... Oh, jetzt habe ich das Getriebe verkauft. Na, egal. Teuer ist es jetzt ja nicht. Also wir sind auf jeden Fall höher als zuvor, aber ich glaube, hätten wir hier überall entsprechend den Standardmotor. Sollen wir es mal ausprobieren? Das ist jetzt der Standardmotor. Weil da steht jetzt 308, bis Dings könnten wir es schaffen. So, oder sehe ich das falsch bei diesen Werten? Also habe ich jetzt echt mit dem Motor nichts Gutes gemacht? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Mich ist überfragt. 483 PS. Oder ist es die PS? Ah, das sind die PS. Ah, jetzt. Der Wert ist die PS-Leistung. Okay. Also der Motor kann man bis 900 schieß mich tot PS hochprügeln. Okay, okay. Ich habe verstanden. Egal, wir probieren es jetzt. Jetzt haben wir das so gemacht. Das wird schon funktionieren. Jetzt haben wir lange genug Zeit hier verbracht. Wir gehen direkt wieder in die Nacht raus. Und gucken mal, was der 3,6 Liter... Boxer 6 Zylinder da so leistet und wie der jetzt auch klingt. Der müsste ja jetzt ein bisschen ja eigentlich anders klingen, denke ich mal. Ich weiß es aber nicht. Das werden wir sehen. Oh ja, der klingt wirklich anders. Ja, und das Fahrzeug geht auf jeden Fall gut ab. Aber das wäre es wahrscheinlich mit dem anderen Motor auch. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das jetzt schlau war oder nicht mit dem Motorswap. Also, dass ich dann nur nach der Leistung gegangen bin. Geht schon gut nach vorne. Ja gut, dann gehen wir mal... Wieso ist das gesperrt? Muss ich das am Tag machen? Nachts nicht verfügbar. Okay. Ja, egal. Dann machen wir nochmal ein Heatrennen, würde ich sagen, oder? Gucken wir mal, wo ist ein Heatrennen? Ich will nochmal ein Heatrennen machen. Da oben ist eins. Okay, dann müssen wir aber erstmal sowieso ein paar normale Rennen machen. Dann würde ich sagen, gehen wir auch mal ein neues an. Dann können wir gerade wieder zurückfahren. Dann gucken wir gerade auch mal die Missionen. 4 Cops ausschalten, 5 Sekunden lang 306 km/h fahren und eine 2-Sterne-Aktivität erzielen. Okay. Also auch in der heutigen Folge werden wir natürlich ein bisschen jetzt in der Nacht unterwegs sein. Macht auch irgendwie am meisten Spaß. Aber für das, dass er maximal auf Grip ist, lässt er sich trotzdem noch ganz gut ein bisschen querfahren. Ja, und ob das 7-Gang so schlau war, ich weiß nicht. Die Werte sind zwar hochgegangen, aber man sollte sich nicht immer blind auf diese Werte, glaube ich, verlassen. Weil er muss jetzt halt schon echt oft schalten.
Na egal. Jetzt haben wir es mal so drin. Jetzt ändert es auch nicht mehr ab. Okay, dieser eine. Boah. Okay, diese eine Flasche ist schon böse. Ja, wir haben die 5 Sekunden über 306 fahren auf jeden Fall schon mal geschafft. So, dann gehen wir das an. Nächstes Nachtrennen. Wir müssen wieder auf Heat 3 kommen. Können das natürlich auch tun, indem wir im Prinzip für gern ein bisschen länger so eine Kopfverfolgung triggern. Zum Beispiel auch diese Schalte 4 Cops aus Geschichte auch direkt erledigen. Dann sind wir auch ruckzuck dahin. Vielleicht mache ich das sogar auch. Dass wir jetzt direkt mal nach diesem Rennen, wenn es eine Verfolgung gibt, die Cops da direkt auch mal ein bisschen aufs Korn nehmen. Ja, normalerweise müssten wir jetzt auch die Abgasanlage nochmal überarbeiten eigentlich, ne? Neuer Motor, das klingt ja auch alles anders. Aber es ist trotzdem noch ein Boxermotor, von dem alles cool. Der klingt ja auch nicht schön. Oh, der Verkehr. Uiuiui. Gefährlich. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall sehr kurvenreiche Strecke. Aber das müsste ja eigentlich dem RSR entgegenkommen. Muss man echt aufpassen. Gerade bei den Geschwindigkeiten. Ich bin jetzt schon im Drehzahlbegrenzer beim 7-Gang. Das heißt, beim 6-Gang wäre das genauso schlimm oder ist der 6-Gang insgesamt länger ausgelegt? Das wäre jetzt die Frage. Okay, dann. Also 317 mehr schafft er gerade aktuell nicht in der Ausbaustufe. Das ist interessant zu wissen. Kein Kopf da gewesen, ne? Richtig lame. Alter. Ja. Kopf, 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 wo seid ihr denn? Fahren wir jetzt einfach mal hier ein bisschen durch die Gegend. Wir müssen ja auch noch eine 2-Sterne-Aktivität machen. Wir können ja den Flamingo da eigentlich noch mitnehmen, aber ich glaube, der ist da oben irgendwo. Wir müssen irgendeinen Sprung machen wahrscheinlich. Dann gibt es hier irgendwo in der Nähe Radar oder sowas. Da vorne ist ein Radar, das können wir doch machen. Schauen wir doch bestimmt easy peasy. Wir waren Kopf, den holen wir uns gleich ab. Jetzt machen wir erstmal hier das Ding auf 2 Sterne. Oder auf 3, ist auch okay. So, Kopf, komm mal her jetzt. Ich muss dich ausschalten. Aber das geht ganz gut. Da hätte ich jetzt eher den Rambock mitnehmen müssen als Fähigkeit. Ist ja jetzt kaputt schon. Ja, sieht gut aus. Das ist halt echt krass. Einmal mit Vollgas da reinheizen. Aber es zählt nicht als Kopf ausgeschaltet. Nein! Ich dachte, der ist dann da auch ausgekehrt. Das funktioniert dann so nicht. Schade. Ich dachte, das ist der Trick, um ganz easy 4 Cops auszuschalten. Dann müssen wir doch in eine aktive Verfolgung rein und den anders ausschalten. Was für den Verstand verloren? Ja, ein bisschen. Ich will dich nämlich kaputt hauen. Okay, ich fahr rechts ran. Ja, jetzt steht er mir im Weg. Soll ich jetzt links ranfahren? Ich hab den Wagen, der gerade zu deiner Schreit angehalten zu werden. Oh, das ist keine gute Idee gewesen. Nein, nein, ich krieg mich nicht. Ja, kommt her jetzt. Wenn ich der Schweinsteiger spielte, kostet mir die
Ich glaube, wir müssen ein bisschen Tempo aufnehmen, sonst funktioniert das nicht. Komm her jetzt. Gut, 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 gut. Mein Wagen beschleunigt einfach nicht gut genug, um die Zielperson einzuholen. Ja, willst du mich verarschen? Ich fahre hier mega. Alter, wie schlecht sind denn die eigentlich? Ich mache aber auch kaum Schaden an den scheiß Cops gerade, ne? Das Kopf zerstören ist das Fahrzeug nicht unbedingt das Beste. Aber einen habe ich jetzt ausgeschaltet. Die Cops machen jetzt offenbar ernst. Jetzt sind die wieder weg, das gibt's doch nicht. Kommt jetzt her. Was, wenn man die mal ausschalten will, dann wollen sie wieder nicht. Das war so, wenn ich da voll in den jetzt wieder reinheiz, dann klappt das nicht. Da ist er, komm. Vergiss nicht, was dir das hier selbst zuzuschreiben. Ich habe hier ein wirkliches Kinderblick für gerade. Nehme jetzt die Verfolgung auf. Oh, ist fast kaputt. Alter, stirb doch. Aua, nicht ich. Das ist nicht... Oh Mann, ich will den einen ausschalten. Wo ist denn der Schwache? Ich glaube, der ist weg, ne? Hat es auch gezählt? Ich hoffe. Zumindest mal der Balken, glaube ich, größer geworden. So, ich muss mal ein bisschen aufpassen, weil ich habe auch schon gut Schaden gefressen. Ich mache mal die Markierung zum nächsten... Tankstelle. Ist ja gar keine in der Nähe, will sie mich verarschen? Da oben ist eine. Markiere ich die mal. Da fahren wir da nämlich mal hin. Bevor wir da das nächste Ziel angehen. Eigentlich wollte ich die Story-Mission heute noch machen. Also, danach will ich eigentlich dann schon gerne das Heat-Rennen nochmal erfahren. Aber die Cops ausschalten, das muss es nochmal sein. Ich spiel Katz und Maus mit den Cops, weil die so scheiße langsam sind. Aber ich sehe schon, beim Heatrennen wird es mir dann wieder zu Verhängnis. Aua. Aber ich hätte mehr Schaden bekommen als er. Aua. Hey, was geht ab? Im Polizeifunk ist die Hölle los. Irgendwer hat die Kopf so mächtig verärgert. Ja, das war wohl ich, wa? Jetzt komm. Jetzt schalten wir die doch noch aus und dann ist gut. Ich mach jetzt Lärm. Mal sehen, was diesem Arschloch dazu einfällt. Ey, das ist gar nicht mehr so einfach, ey. Die halten so viel aus. Verstärkung ist gleich bei euch. Das ist aber gleich am Arsch, ey. Du in dem Porsche. War sofort weg. Okay, der ist kaputt. Aber jetzt wird's eklig. Ich kehre nochmal um, weil ich glaube, wir müssen uns nochmal reparieren, bevor wir das nächste Heatrennen angehen. Oder wo ist denn das nächste Heatrennen? Das war doch hier oben irgendwo, ne? Weil da müssen wir ja auch irgendwie eigentlich schon mal den Weg da so ungefähr hinfahren. Wir müssen trotzdem noch einen Kopf ausschalten. Boah, okay, ich glaube, ich muss jetzt echt ganz, ganz dringend eine Tankstelle anfahren. Da unten ist einer. Oh, sonst wird's eklig. Aber vier Stück ist auch echt eine fiese Challenge, ey. Wo sind die Tankstelle? Ah, da vorne. Boah, das wird aber eine heftige Geschichte, glaube ich, ey. Wenn ich jetzt noch eine Einheit ausschalte, dann könnte das echt Richtung Heat 4 gehen und dann das Rennen fahren. Uiuiui. Alter! Wie kann dieser Wagen noch fahren, dass ich nicht gerade so schön gerannt habe? Na
Ja, vielleicht nicht die beste Idee. Ich glaube, wir fahren erstes Rennen und dann gucken wir mal, ob wir das noch machen oder nicht. Deswegen würde ich sagen, wir hauen jetzt erstmal ab. Oh, falsch abgebogen. Soll dir auch keinen Spaß machen. Das ist dein Job, verdammt. Oh, ich hätte abbiegen müssen, verdammt. Ja, hier bleibe ich halt natürlich voll bei denen im Radius jetzt. Bisschen doof. Shit, jetzt bin ich Stufe 4 und ich habe das Rennen noch nicht mal gestartet. Ja, diese blöden Serpentinstraßen helfen halt echt nicht, um da zu entkommen, ne? Eigentlich möchte ich jetzt dieses Rennen fahren, aber das wird so nicht gelingen. Verdammt! Oh, da kommt schon wieder ein Cop entgegen, das gibt's doch nicht. Wie will ich die jetzt noch loswerden, ey, wenn die ständig da schon eigentlich auf mich warten? Oh, ich hab ne Idee. Das geht gar nicht! Willst du mich verarschen? Ich dachte, da kann man... Wow. Oh, fuck. Ja, jetzt werde ich verhaftet. Wow, super. Danke, Spiel, für nix. Das ist jetzt ein Witz. Ich dachte, da kann man runterspringen. Nimm's nicht persönlich. Oh Mann, was sind das für eine Geile? Ja, okay. Das war natürlich ein Riesenfail. Aber wir haben immerhin die Liste abgeschlossen. Yay. Oh Mann. Weißt du, oh. Ja, gut. Das ist aber dann was, was ich dann wieder weiß, dass das zum Beispiel schon mal nicht funktioniert. Mann, ich wollte so ein scheiß Heat-Rennen nochmal machen. Das ist ja wie verflucht. Ich hätte es einfach direkt fahren sollen. Ich hätte es nicht so diese scheiß Tagesaufgabe, das war einfach Quatsch zu machen. Komm, jetzt machen wir ganz schnell Heat 4. Naja, schaffe ich das so schnell überhaupt? Ich will aber das Rennen da fahren. Wo ist denn, ey, das ist jetzt da oben gar nicht mehr. Wo ist denn das jetzt? Da ist jetzt eins. Okay, komm, da fahren wir jetzt hin. Und dann machen wir ganz schnell. Irgendwie. Die 3 und dann machen wir das, gehen wir das mal noch an. Eigentlich wollte ich mit der Story weitermachen, aber hey, das hat jetzt für mich Priorität. Ich muss die 3 Rennen mal noch gewinnen. Ich muss noch ganz schnell die 3 werden. Ah, das ist so dämlich. Ich dachte, ich kann da abkürzen, ne, über die 17. So, aber ja, geil. Das ist halt eine Wand und wenn ich Offroad bin, komme ich mit dem Auto nicht mehr vom Fleck und das war's dann. Das muss ich hoffen, dass hier irgendwo ein Cop unterwegs ist, damit ich hier eine Verfolgung triggern kann. Ich glaube, das kriege ich jetzt so schnell nicht hin, ne? Das hat jetzt auch super viel Geld gekostet, unnötigerweise. Ah, das ist ärgerlich. Ja, gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt lieber Story, dass wir da auch mal wieder Progress machen und dann fahren wir jetzt hier zurück oder reisen da schnell hin, beenden die Nacht quasi offiziell und gehen dann zur Story-Mission über und dann machen wir das mit dem Heat-Rennen halt in der nächsten Folge oder irgendwann mal halt, wenn es gerade zufällig auch passt. Harte Nacht, lass dich nicht unterkriegen. Ja. Das war natürlich jetzt Neues zu diesem nicht Kopf. So geil. Ich glaube ja nicht, dass allzu viele Leute ihn vermissen werden. Liste abgeschlossen? Ja. Warum hat er das jetzt aber nicht akzeptiert? Okay, ist auch egal. Ja, die mache ich jetzt eigentlich eh nicht. Ach, egal. Ne, wir gehen jetzt raus und dann machen wir die Story-Mission da am Hafen. Unten, da porten wir uns aber hin. Hätte ich eigentlich auch gleich hier aus der Garage raus schon machen können, aber
Ist jetzt egal. Ich mag die Animation hier einfach so. Aber ich glaube, die wäre beim anderen auch gekommen. Ist egal. So, dann ganz schnell dahin. Da können wir uns hinporten. Dann machen wir das auch. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Für eine Aufgabe. Sehr gespannt. Auf geht's. Gut, dass ich nicht rangegangen bin. Es war Jordan und sie ist sauer. Warum das denn? Weil alle nur noch über Shaws Abgang reden und wir im Rampenlicht stehen. Da, wo wir auch hingehören. Oh ja. Hey, da kommt er ja. Worauf warten wir? Folgen wir ihm? Ja, fällt auch gar nicht auf, wenn wir dem jetzt hinterherfahren. Misstrauen. Also echt ein Kopf. Das kann schon schief gehen. So ziemlich alles. Okay, wir dürfen nicht zu schnell fahren. Oder zu nah ran. Nein, aber wir werden es wohl rausfinden. Und hoffentlich überleben. Ich glaube, er ist jetzt im Containerdepot. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube nicht, dass die hier Strafzettel verteilen. Nee, der fährt hier den Driftparcours lang, ist doch klar. Wow, wow, wow. Halt an! Was machen die da? Unser Junge hat gerade ein paar Schlüssel bekommen. Wenn wir weiterfahren, sehen sie uns. Lass uns denselben Weg zurücknehmen. Vorsicht! Ja, alles klar, macht mir doch keine so Panik. Geile Mission, Musik meine ich mal so. Torres rausgefunden? Richtige nicht viel, außer dass Spionagemusik hört und sie den Scheiß schon eine Weile machen. Nur ist es jetzt außer Kontrolle geraten. Vielleicht sagt sie ja die Wahrheit. Kann sein. Wieso man mit sowas anfängt. Geld, Status. Kommt mir bekannt vor. Vielleicht hätte ich was Unauffälliges nehmen sollen für die Mission. Ich werde hier dann. Hier parken, Halt alles an. Klar. Park da vorne. Leise jetzt, sonst bemerkt er uns. Okay, da steht auf jeden Fall eine Corvette. Weg. Ob ich hier den Motor abstellen sollen? Okay, alles klar. Los jetzt. So, dass es gar nicht auffällt, was ich hier mache. Hast du schon mit Lukas geredet? Nein. Komm schon, reiß dich zusammen. Was denn? Der hat auch immer noch null Misstrauen. Irgendwas verschweigt er mir. Irgendwas über ihn und Papi. Dachte, zwischen ihnen lief's gut. Das habe ich anders erlebt. Alter, wie er überholt da vorne. Richtiger Rowdy, ey. Er hält offenbar bei der Halle an. Lass uns hier warten. Das ist dann wohl die Ware. Wir müssen ganz schön Gas geben, wenn wir dranbleiben wollen. Okay. Na, 40. Geil. Passiert. Wie bei mir. Der Wagen wurde beschlagnahmt und ist dann spurlos verschwunden. Sag bloß, sie dealen mit Autos. Hat das jemand gemeldet? Das würde sowieso nichts bringen. Da steht Aussage gegen Aussage. Und uns glaubt hier keiner. Doch, ich glaube euch.
Alter, wieso macht der auf einmal so langsam? Fährt links die Straße runter. Bleibt dran, aber schön unauffällig. Oh, Schotter, genau perfekt für mein Auto jetzt. Es fällt ja auch überhaupt nicht auf, dass ich dem die ganze Zeit schon hinterher baller. Ja, das sieht total legal aus. Finden wir es raus. Ja, finden wir es raus. Die Wagen hier müssen ein paar Mögen wert sein. Ich hatte Rennen gegen ein paar von denen. Was machen die hier? Heilige Scheiße. Ist das krass. So krass wie ein Kofferraum voll Geld? Das ist... Leise! So eine Scheiße! Dein Auto wirst du wohl nicht wiedersehen. Diese Wichser. Scheiße, du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich alles aufgeladen habe. Er war kurz vorm Heulen. Das hätte Frank gefallen. Okay, ich helfe Torres. Das Arschloch Mercer. Wir halten ihn auf. Wenn wir das machen, brauchen wir einen Plan. Uns fällt schon was ein. Okay. Ja, neben oder unter der Plane war doch ihr Auto, aber wahrscheinlich schon zerlegt, weil die haben das, glaube ich, ein bisschen zerlegt. Und das war's jetzt, oder wie? Okay, dann würde ich einfach sagen an der Stelle, das soll's gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wann die nächste Folge erscheint, weiß ich noch nicht. Also vielleicht erscheint heute nochmal eine zweite Folge, ich weiß es nicht. Oder das ist die zweite Folge des heutigen Tages. Ich muss mal gucken, wie ich so den Rhythmus mache. So oder so würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit am Start bist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein Däumchen nach oben da. Und eins verspreche ich dir, wir gehen ganz, ganz bald das nächste Heat-Rennen an, denn ich will unbedingt es gewinnen. Mann, verdammt, das ist jetzt schon wie so ein Fluch. Das erste verkacke ich, ja? Und das zweite, beim Versuch, es überhaupt starten zu können, werde ich verhaftet, weil ich so ein dummer Move über die Serpentinen machen wollte. Das hat mich viel Geld gekostet. Und ein bisschen Ehre hat es mich auch gekostet. Verdammt. Aber das gibt mir noch mehr Ansporn, das dann das nächste Mal richtig zu machen. Deswegen, nächstes Mal gehen wir es vielleicht an oder fahren auch am Tag nochmal ein paar Rennen. Denn ein bisschen Geld, glaube ich, schadet jetzt auch erstmal nicht. So oder so, Dankeschön und bis zur nächsten Ausgabe. Mach's gut. Ciao.